Bei Eintracht Braunschweig neben Castrati im Sturm für Ari van Lentis ist zunächst mal Platz nehmen auf der Bank vor 15.000 im Stadion an der Hafenstraße. Das macht immer wieder Spaß. Erste Szene von Eintracht Braunschweig von eben jenem Castrati, dem Sturmpartner von Riesche. Der geht zu Boden und der bleibt liegen. Ein Schock für die Eintracht. Der fasst sich ans Knie. Keine Absicht von Gegner. Hier verdreht er sich. Das linke Knie, Verdacht auf Kreuzbandriss, um Gottes Willen. Schon der sechste Verletzte bei Eintracht Braunschweig. RWE war die überlegene Mannschaft in dieser Partie von Anfang an, wenngleich das Niveau nicht sonderlich gut war. Erste Szene von Junga Mohani, dann kriegt Husterer den Ball nicht weg und die Chance für Steen Eldermans, den Belgier, der Ball allerdings noch abgefälscht. Dann die große Leere an der Hafenstraße. Wir springen in die 30. Minute und das ist die erste echte Chance für Paulo Sergio. Der nicht im Abseits, Michael Krüger und seine Braunschweiger. Geht das denn schon wieder schief? Stuckmann reagiert her. Gut, war ja ein bisschen in der Kritik in den letzten Wochen. Aber bis hierhin fehlerlos. Essen ist nach Ecken stark, das weiß man in der zweiten Fußball-Bundesliga. Bemben bringt den Ball rein und da ist Klesener und da ist das 1:0 für RWE. 32. Minute, erstes Zweitligator für Thomas Klesener, weil Riesche und Grimm sich da nicht einig sind, nicht richtig hingehen. Ja, und bringt man weg von der Linie. So schlug der Ball hinten ein und der Keeper konnte nichts machen. Braunschweig jetzt außer Rand und Band. Siegert mit dem Fehlpass und Essen setzte nach mit Wehlage. Die kam jetzt besser ins Spiel. Da ist Alexander Löwe und wieder. Wieder Thorsten Stuckmann. Stucki war der Einzige bei der Braunschweiger Eintracht, der Format hatte in den ersten 45 Minuten. Dann war Pause, 1:0 also durch das Tor des ehemaligen Schalkers. Die Braunschweiger waren nur 5 Minuten in der Kabine und dann gab es die große Aussprache auf dem Feld. Wir schauen mal, wie sie das umsetzen. Das ist der Wiederanstoß und das sind die ersten Momente der zweiten Hälfte. Junga Mohani! Fast mit dem 2:0 und so viel zum Thema Aussprache bei Eintracht Braunschweig. Es stimmte vorne und hinten nicht. So sahen die Angriffe aus. Kuyu, der war eingewechselt worden für Castrati, harmlos. Bemben wird nicht angegriffen und dann geht es ganz schnell. Junga Mohani, keine Zuordnung mehr. Braunschweig weiß überhaupt nicht, was es machen soll. Keiner bei Bemben und in der Mitte Alex Löwe, 2:0. Endlich hat es für ihn geklappt. In der 48. Minute hat Stuckmann einen Riesenhals. Auch da geht keiner richtig hin zu Löwe. Siegert halbherzig. Aber wo waren die Innenverteidiger? Wo war Husterer? Wo war Grimm? Stuckmann allein gelassen. Und es wurde immer schlimmer. Jetzt ging es da nieder mit der Eintracht. Rodriguez rutscht weg. Und nur der Braunschweiger Keeper verhindert Schlimmeres. Neuhaus konnte nur mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Zu ungestüm diese Szene von Wehlage. Mittlerweile 71 Minuten gespielt. Der eingewechselte Özbek, dann Löwe mit einer Leichtigkeit vorbei an Husterer. Aber nicht vorbei an dem Mann im Braunschweiger Tor. Also das war, das muss man so deutlich sagen, der einzige mit Zweitliga-Format heute bei den Gästen. Wir springen die 77. Minute. Das ist der erste Torschuss von Eintracht Braunschweig. Der eingewechselte Finn Heusing. So wird das nichts werden mit dem Klassenerhalt für Eintracht Braunschweig. Essen kam in der Schlussphase nochmal mit Gramotzes, der mittlerweile im Spiel, und Löwe wieder allein gelassen. Ein Treffer von ihm heute war im Grunde viel zu wenig. Essen an der Hafenstraße, das wird für alle Gegner eine harte Nuss in dieser Saison. Noch eine Chance für den eingewechselten Kalik auf 3:0 zu erhöhen. Der macht ein gutes Spiel nach seiner Einwechslung. Kalik, den Namen muss man sich wohl merken. Pascal Bieler, wir sind in der Nachspielzeit. Nochmal Essen, nochmal Löwe, der gewann alle Kopfballduelle und das war's dann. 2:0, nie, aber auch nie gefährdet dieser Sieg für Rot-Weiß Essen. Die sind im Soll, aber bei Eintracht Braunschweig, da sind die Probleme mal riesig, weiß auch der Trainer. Die Situation ist
absolut unbefriedigend. Nur es nützt ja nichts, dass man, sei mal, jetzt resigniert oder den Kopf in den Sand steckt. Die Serie ist noch frisch und wir müssen sehen, wie wir jetzt aus dieser Situation rauskommen. Mal gucken, was mit Peking passiert ist. Sieht nicht so gut aus, aber wir haben jetzt erst mal 14 Tage Zeit bis München 60 und da müssen wir sehen, dass wir uns wieder straffen. Ja, bei Braunschweig muss sich einiges tun. Rot-Weiß jetzt mit 8 Punkten. Das kann sich sehen lassen. Zurück ins Studio.